Willkommen zurück in Timberborn, meine lieben Freunde. Wir haben im letzten Mal es geschafft, jetzt hier nochmal diese Plattform zu errichten. Und ich möchte natürlich noch mehr Plattformen errichten. Das Problem ist bloß, früher konnten wir die Zeit auf dreifache laufen lassen. Aber ihr seht, was passiert, wenn ich das tue. Da scheint nicht wirklich viel Sinnvolles zu passieren. Also schneller geht es tatsächlich, wenn ich... Also die schnellste Möglichkeit, die wir noch laufen lassen können, ist diese hier. Und es ist auch nicht mehr so viel schneller im direkten Vergleich. Also es ist ein bisschen schneller. Ich würde mal sagen, so 30% schneller, als wenn ich es jetzt auf einfache laufen lasse. Aber wir werden den Moment wahrscheinlich erleben, in dem sich das nochmal irgendwann dreht, ne? Oh, guck mal, wir haben zum ersten Mal wieder Roboter übrig. Ja. Das heißt, also ich werde sofort euch jetzt hier einordnen in diesen Job. Beziehungsweise, nee, ich habe sogar noch eine bessere Idee. Ich habe eine bessere Idee. Das hier sind, werdet wieder ihr sein, meine lieben Freunde. Und ich werde die Biberbots dann lieber dann später noch woanders nutzen. An anderen Stellen, wo sie vielleicht dann noch sinnvoller sind. Weil es einfach weiter weg ist, ne? Wo es einfach nicht stört. Wisst ihr was, was wir machen? Ich sprenge das hier weg. Das ist auch der perfekte Ort einfach. Für ein Dynamit bekommen wir hier eine ganze Reihe Träger. Besser kann man es eigentlich so vom Aufwand-Nutzen-Faktor her kaum machen. Aber ansonsten gibt es hier für mich so langsam aber sicher echt so eine Grenze dessen, was machbar ist. Also theoretisch könnte man hier auch sowas nochmal machen. Mal gerade eben bloß wie. Ja, also ich könnte mit einem gewissen Aufwand hier, ihr seht, was ich hier tun kann, das hier so gestalten. Dann hätten wir hier einen Weg. Und dann kann ich hier auch nochmal so einen Kerl da reinbauen. Why not? Nächster Plan. Hoffentlich guter Plan. So, wir sprengen. Dann bauen wir den hier sofort dahin. Mit einer sehr hohen Priorität. Und der wird halt jetzt hier auch von Bots besetzt werden. Wir sehen, na, wir kommen jetzt hier so in eine Phase, in der wir die Bots netto nach oben treiben. Und ich glaube, dass dadurch jetzt halt auch unsere Wirtschaft so nach und nach deutlich effizienter wird. Also es fühlt sich wirklich so an, als ob die Wirtschaft jetzt hier anfängt, so ein bisschen zu brummen. Es gibt jetzt hier wirklich schon einige Stellen, wo ich jetzt mir nicht mehr sicher bin, ob zweifache Geschwindigkeit überhaupt noch funktioniert. Oh Gott. Aber es liegt garantiert nicht an meinem Rechner. Moment, ich will mal gerade eben was prüfen. So, ich habe jetzt mal absichtlich mal gerade eben mal meinen Task Manager aufgemacht, um zu gucken, wie die Auslastung meines Systems ist. Ich möchte euch das einfach ganz, ganz kurz mal noch zeigen, ne? Das mal nur so nebenbei, ne? Also das sind gerade eben hier die Werte gewesen. Ihr seht, ich bin nirgendwo auch nur ansatzweise an irgendeiner Grenze, ne? Ich kann es jetzt natürlich leider nicht laufen lassen. Aber wir befinden uns, was meinen PC angeht, und die Kiste ist inzwischen halt auch schon 4 Jahre alt. Also sie ist stark, auch noch für heutige Verhältnisse für wahrscheinlich die meisten Leute. Aber es ist das Spiel, die Software, sie kommt wie so häufig nicht hinterher. Das bemerke ich bei vielen Strategiespielen, wo viel Gewusel ist, wo viele Dinge quasi miteinander jetzt hier miteinander verkasematuckelt werden, dass... ja, wie soll ich sagen, das eigentliche Spiel sich selber nicht mehr erträgt. Anders kann ich es nicht nennen. Ja, auch jetzt gerade eben, ne? Also ich habe hier die Situation, dass ich so maximal 35% GPU-Auslastung habe. CPU ist nicht mal bei 15% und Arbeitsspeicher geht nicht über 17%. Das ist konstant. Also von daher, ne? Das ist höchstens noch eine Frage der Softwareoptimierung, die in meinen Augen jetzt hier noch Sinn macht, aber ansonsten eigentlich nicht. Und selbst wenn ich die Geschwindigkeit erhöhe, ändert sich dadurch nichts. Also weder die CPU noch Arbeitsspeicher noch gar nichts.
Das wollte ich am Ende mal gerade eben so, weil wir uns jetzt so nach und nach jetzt hier auf das Ende des Let's Plays, also noch nicht die letzte Folge, aber so drauf hin jetzt hier zusteuern, mal auch nochmal erwähnt haben. Ich finde das immer wieder sehr, sehr interessant. Weil man dann einfach feststellt, ja, die Entwickler könnten da in meinen Augen noch ein bisschen was rauskitzeln. So, noch mehr Träger. Ich bin immer noch am Überlegen, ob ich irgendwo hier noch Flächen, also hier theoretisch könnte man auch noch Flächen nutzen. Ganz im Ernst, wieso eigentlich nicht? Ja, okay, hier komme ich nicht hoch. Das wird nicht funktionieren. Nein, wird es nicht. Ich könnte allerhöchstens von der Seite aus hochkommen. Warte mal, das... Ah, ich komme aber trotzdem nicht so ohne weiteres hoch. Nee, also hier fehlt einfach der Platz, um mich jetzt hier da so drumrum zu friemeln. Die einzige Möglichkeit, die ich sähe, wäre, wenn ich jetzt von da nach da nach da gehe und dann dahin. Dann würde ich hier runtergehen, um diese Fläche jetzt hier noch endgültig zu nutzen. Ihr seht, wie ich das mache, ne? Einfach lustige Verschachtelungen jetzt hier noch oben drauf setzen, um diese Dachflächen noch irgendwie zu nutzen. Wobei, wie gesagt, diese Dachflächen hier, die werden wir nicht genutzt bekommen. Theoretisch könnten wir aber auch noch versuchen, hier nochmal eine Station hochzukommen. Einfach nur eine. Und das wird sogar sehr, sehr einfach. Nein, wird es nicht. Wieso geht das nicht? Wir kommen von der anderen Seite hoch. Na komm schon. Hoch, hoch, halt, nein, nicht den da. Wir werden von der Seite hochkommen. Und dann sind wir hier an dieser Stelle oben. So. Nein! Warum klicke ich das? So, dann gehen wir hier hin, Freunde. Wir werden auf jeden Fall, glaube ich, sinnvollerweise dann noch das hier setzen. Also wir müssen auf jeden Fall den hier setzen. Jetzt gucke ich mal, wie viele ich von den Dingern jetzt hier noch unterkriege. Ne? Also der hier macht auf jeden Fall schon mal super hier Sinn. Es wäre absolut sinnvoll, auch den jetzt hier noch zu setzen. Ich glaube, ich würde da auch jetzt hier nicht mehr rauskitzeln können in puncto Platz. Dann gucken wir mal, dass wir das jetzt hier noch komplett zubekommen. Dann setzen wir den Weg auf jeden Fall schon mal dahin. Ja, es, okay, das Ding ist jetzt hier eh schon fertig. Diese Witzbolde. Die haben das jetzt hier von unten schon radikal schnell gebaut. Ich hätte es vielleicht mit Pause machen sollen, aber egal. Ja, also ich ahne, dass es nicht viel mehr Platz mir jetzt hier bringen würde. Also vielleicht hätte ich einen mehr hinbekommen, aber sind wir mal ehrlich, das macht den Kohl jetzt hier echt nicht fett. So, hier noch hin und hier noch hin. So. Und natürlich lasse ich euch jetzt hier an der Stelle jetzt hier wieder ordentlich Alltagsaufgaben jetzt hier erledigen. Jetzt haben wir schon wieder 100 Träger unter euch. Wir haben eine Arbeitslosenquote von über 90%. Und unsere Wirtschaft floriert. Was ist hier los? Ja, das nennt man dann Automatisierung. So, und Boings. Das ist auch getan jetzt. Ja, und mehr werden wir hier nicht hinbekommen. Wie gesagt, man hätte noch ein bisschen mehr rauskitzeln können. Ich kann auf jeden Fall auch noch mehr rauskitzeln. Das sehe ich doch hier schon direkt. Warte mal, ich habe 1, 2, 3, 4, 5. Ja, also wenn ich das jetzt hier noch hinmache,
Es wird total... Also es ist nicht das Schönste, was ich je gemacht habe, aber ihr seht, es geht. So. Und dann sage ich hier direkt schon mal gleich, da können auch 10 Stück rein. Gar kein Problem. Hier oben sage ich jetzt mal, es wäre sehr, sehr anstrengend, das jetzt hier noch zu machen, aber habe ich jemals eine Anstrengung gescheut? Ich glaube nicht. So, lasst uns uns hier hochbauen. Also beziehungsweise, ich muss ja einfach jetzt hier erstmal einfach nur... Also das Beste wäre, wenn ich von der Seite aus da hochgehen würde, ne? So, Moment. Ich brauche auf jeden Fall hier diese Aufstiege hier. Ich versuche jetzt hier erstmal alles auszugleichen, so ein bisschen. Ja, genau. Jetzt haben wir den wichtigen Teil. Also das ist der wichtige Teil. Dann gehen wir nochmal eins hoch. Hier nochmal eins hoch. Yes, was soll ich dazu sagen? Dass niemand hat gesagt, dass es nicht bescheuert wird. Aber es muss halt. So, dann gehen wir hier noch hin. Hier noch hin. Come on, come on, come on. Hier noch hin. Hier also wie gesagt die Leiter dann noch hochgesetzt. Und dann ziehen wir das da und das da. Und das da da hoch. Flubbedi, flubbedi, wubbedi. Dann kommt da nochmal eine Leiter hin. Und damit sind wir immer noch nicht oben. Verdammt. Ich muss noch eins höher. Aber das ist quasi damit jetzt hier schon erledigt. Na, also... Dann ändere ich halt einfach jetzt hier die Ausrichtung des Treppenhauses. Um dann einfach jetzt hier noch voll hochzukommen. Dup, 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 dup. Dup, dup, dup. Was? Immer noch nicht? W, T und F. Das ist ja der Wahnsinn. Aber jetzt sind wir oben. Meine Güte, ist das stressig gerade eben gewesen. Also, dann setzen wir jetzt hier dann nochmal so ein paar von denen jetzt hier hin. Einmal, zweimal und dreimal. Und dann setzen wir den Weg da einfach rüber. Ja, und damit haben wir auch diese Dachfläche genutzt. Ich meine, nominell hätte ich sogar noch ein bisschen mehr machen können, aber... Ich finde es jetzt schon verwirrend genug, was ich hier gerade eben geschustert habe. Warum habe ich eigentlich die Faulwasserquelle gerade eben ausgewählt? Man weiß es nicht. Ja, ja, klaro, die haben keine Arbeiter, aber das macht nichts. Unsere Stahlproduktion ist immer noch sehr verhalten, wenn ihr mich fragt. Äußerst verhalten. Das ist ja immer noch... Nee, das ist schon wieder relativ weit. Das ist auch relativ weit. Ich habe eine Idee. Moment. Wir werden das jetzt hier zu Bots machen. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Dann ändern wir jetzt hier euch, weil hier... Wobei, hier ist es auch nicht so super nah. Egal, ich mache das jetzt hier tatsächlich so. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Oh, hier sind noch 5 eingestellt. Das wollen wir ja nicht.
Die waren ja gar nicht optimiert, die Jungs. Hier auch nicht. Gut zu wissen. Ich überprüfe die mal gerade eben. Okay, jetzt scheint es so zu sein, wie es sein soll. Wie sieht es hier oben aus? Habe ich... Die habe ich alle schon, genau, beim Bau. Das heißt, das kann ich jetzt hier auch noch machen. So, hier genauso. Dann... Hier genauso. Und hier genauso. Ich habe gerade eben, glaube ich, wieder einiges an Bots verloren. Denn ich hatte ja eigentlich jetzt hier gerade eben ihre Zahl reduziert. Ah, hier. Da kann ich auch nochmal jetzt hier mehr reinmachen. Der Weg ist leider relativ weit mit 67, aber ich glaube, er ist immer noch im erträglichen Rahmen. Oder wollen wir... Ja, also viel näher geht es jetzt halt einfach nicht. Ne? Manche von euch haben halt dadurch jetzt einen etwas weiteren Arbeitsweg. Aber Hauptsache, die Wirtschaft funktioniert. Und wird jetzt hier überall versorgt. Auch wenn ich nicht immer unbedingt das Gefühl habe, dass das der Fall ist. So, die sind immer noch nicht ganz hier oben. Man sieht, dass sie noch brauchen. Es ist garantiert wieder hier eine ganze Reihe an Slow-Mo-Bots. Oder nee, jetzt kommen sie hoch, jetzt kommen sie hoch. Diese Witzbolde bauen erst den hier, bevor sie jetzt hier die Leiter bauen. So, jetzt seid auch endlich oben. Also wir sehen, dass das Wasser immer wieder auf die 2,1 Meter springt. Scheint aber keine dramatische Sache zu sein. So, es war übrigens super wichtig, dass ich das hier weggemacht habe, ne? Dass meine Biberbots nicht mehr durch Faulwasser laufen. Meine Fresse, bin ich froh, dass ich das gemacht habe. Weil dadurch, dass sie jetzt hier halt transportieren, besteht eine realistische Gefahr, dass sie zumindest in der Theorie durchlaufen müssten können. Zumindest in der Theorie. So, das hier auch noch weg, das kann ja auch wieder eingesammelt werden. So, nach und nach. Ja, sie sammeln es auch ein, wunderbar. Was sagt eigentlich mein Wasserstand? Der Wasserstand ist jetzt hier schon um 1 Meter gefallen. Das heißt, ich schalte jetzt hier wieder 3 weitere Pumpen zu. Auch wenn wir jetzt hier mal festhalten müssen, dass wir nicht mehr so viel Wasser haben. Aber es wird genügend sein auf die Dauer. Und jetzt fangen wir auch an, hier die jetzt hier noch zuzuschalten. Damit uns das Wasser auf gar keinen Fall ausgeht. Ich sehe, dass wir inzwischen jetzt hier sogar wieder hinten dran sind, was die Robotergehäuse angeht. Naja, hoffen wir mal, dass das hier keine Dauereinrichtung wird. Aber jetzt, wo natürlich die Sachen deutlich mehr geliefert werden, haben wir halt auch weniger Stillstand in der Wirtschaft. Gut, schauen wir uns mal einfach mal an, wie sich jetzt hier unsere Zahlen kurzzeitig entwickeln. Also wir sind immer noch jetzt hier bei über 1000 Biber. Ne? Also wir haben uns eingependelt jetzt hier so ungefähr, ja, ich würde mal sagen zwischen 1050 und 1100 Bibern. Das wird wahrscheinlich jetzt unser neuer Standardwert sein. Wir haben 808 Biberbots, von denen 13 gerade eben einen Energiemangel haben. Ich weiß gar nicht, wo die teilweise rumlaufen. Die sind teilweise einfach hier unterwegs. Das sind einfach die Standard Ausfälle, die wir akzeptieren müssen. Ne? Es gibt halt immer irgendwelche Biber, die mittendrin gerade eben in ihrer Arbeit keine Energie mehr haben. Das ist einfach nicht zu verhindern. Also wir werden immer hier Werte haben. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass der Standardwert hier unter 20 bleibt. Dann sind wir nämlich dann quasi hier unter einem Wert von, ja, also unter 10%. Ja, 10% wären 80, 40 wären 5%. Ja, dann wären wir unter 2,5% Ausfall. Es ist zwar immer noch ätzend, na, ihr seht, es geht auch gerade eben hier schon wieder hoch, aber solange sie sich einigermaßen wieder einkriegen, leidet die Wirtschaft nicht zu sehr.
So, das da oben ist jetzt übrigens auch alles schon gebaut. Wir gucken mal gerade eben, wie es jetzt aussieht. Ja, da seid ihr, meine lieben Freunde. Mehrere James arbeiten hier. Bienchen, Kai, Gawain, Targaryen. Nochmal ein Gawain. Ein Kai, ein Dante und ein Hokoridast. Hier haben wir Ockenjay, Christian, Belrea, Pau, Dark Neolux. Nochmal ein Hokoridast. Arty, Brad Ronan. Nochmal ein James und Palladium Markus. Und The Turk, Belrea, Luke, Stranger, Enrico, Kai, Godzilla, Dice, Stranger und Dante. Wir haben auch noch theoretisch einen neuen Namen, der Lazarus Devil. Der müsste auch schon irgendwo jetzt hier anfangen zu leben. Ich weiß aber nicht, ob er schon geboren wurde, ne? Aber auf jeden Fall hat es der Lazarus Devil noch geschafft, hier in dieses Let's Play noch jetzt hier mit reinzukommen. Auch wenn das jetzt aus seiner Sicht, als er jetzt hier die Freiwillige vor abgeschlossen hat, jetzt vor anderthalb Monaten war. Sogar ein bisschen mehr als anderthalb Monate. So, warte mal, wir können den hier noch wegmachen. Gut, dann sollen sie das jetzt hier wieder einsammeln. Mehr Trägerposten sehe ich gerade eben nicht passieren. Gibt es noch mehr Dachflächen, die wir... Also wir könnten natürlich auch noch diese Dachflächen hier nutzen, ne? Vergessen wir das nicht. Wir sehen auf jeden Fall, jetzt gehen auch die Algen und so, glaube ich, wieder ein bisschen nach oben. Rapssamen müssen wir jetzt einfach mal schauen, ne? Also, sind die Rapsfelder leer? Nee, sie sind nicht leer. Ich glaube langsam aber sicher einfach, dass wir noch mehr Bauernhäuser bräuchten, um das hier alles noch abzudecken. Deswegen werde ich jetzt hier auch nochmal entsprechende Maßnahmen ergreifen. Wir machen also nochmal ein paar Bauernhäuser. Hier nochmal ein Bauernhaus hin. Wo ich einfach das Gefühl habe, dass die nicht so ganz hinterherkommen. Ich würde das dann auch hier noch machen. Das halte ich für durchaus wichtig. Hier sind ohnehin schon zwei. Die arbeiten gut zusammen. Die hier kommen auch gut zusammen. Ja, also ihr seht, ich habe eigentlich immer sehr viele Bauernhäuser auf einen Flecken gesetzt, ne? Einfach weil es ansonsten sehr, sehr schwierig ist, sie alle hier abzudecken. Also ihr seht, na, man kann hier noch viel mehr ernten. Aber das passiert halt nur dann, wenn sie Arbeitskräfte frei haben, die hier gerade eben nichts tun. Also nochmal ein Bauernhaus. So, und das jetzt hier mit einer sehr, sehr hohen Priorität bauen. Und dann machen wir auch nochmal ein Bauernhaus. Und werden auch das hier mit einer sehr, sehr hohen Priorität bauen. Nein, so rum. Und das wird hoffentlich hier ein oder zwei Dinge nochmal ordentlich beschleunigen. Wie sieht es da drüben aus? Also wir haben hier noch sehr, sehr viel Raps, ne? Wir haben hier zwei Bauernhäuser und sie kommen kaum hinterher. Rapssamen sind hier ein Haufen da. Kohlrabi, wie sieht es hier aus? Ja, sie könnte noch... Also ich denke, viel mehr als ein drittes Bauernhaus macht hier keinen Sinn. Aber ich denke, wir ahnen, dass hier ein drittes Bauernhaus angebracht wäre. Und ich möchte dieses Bauernhaus, so blöd es auch klingt, hier reinmachen, weil dann ist es schön in der Mitte. Und kann hier die gesamte Zone jetzt hier noch ein bisschen abdecken. Jetzt warten wir halt ganz kurz, bis hier ein paar Arbeiter kommen. Ich glaube, die kommen mir noch nicht angespurtet. Und dann können wir hier das jetzt hier dann noch besser ernten. Dann muss es halt natürlich immer noch abtransportiert werden, ne? Das ist dann wiederum das andere Thema, aber ich denke, das ist dann trotzdem kein Problem. Also, Bauernhaus. Wir drehen das so ein. Genau, dann hat er jetzt hier die komplette Kontrolle über das gesamte Gebiet. Auch hier so ein Roboter rein und das jetzt hier so schnell wie möglich hochziehen. Maniokwurzeln. Du priorisierst Maniokwurzeln. Ich glaube, ich mache mal hier die Priorisierungen raus. Ich habe das Gefühl,
dass die Priorisierungen uns hier gerade eben auf die Füße fallen. Oh. Da würde auch noch einer mehr reingehen. Ja, also ich mach mal die Maniokwurzeln raus, ne? Die sollen jetzt... Ich hab das mal vor Ewigkeiten, glaube ich, eingestellt. Also wie gesagt, die sollen jetzt hier keine Priorisierung mehr haben. Vielleicht löst sich dadurch dann jetzt hier das eine oder andere in Wohlgefallen auf. Und vielleicht bekomme ich dadurch auch endlich wieder mehr Kohlrabi. Und auch ein bisschen mehr Rapsöl. Wäre ja wünschenswert. Übrigens, der Kaffee geht endgültig zur Neige, ne? Wir haben ein riesiges Kaffeeproblem. Das kriege ich halt nicht mehr gelöst. Also wir haben weiterhin immer noch Kaffee, aber Kaffee ist inzwischen jetzt ein rares, knappes Gut geworden. Puh. Ich bin mir überlegen, ob ich jetzt stattdessen das hier alles wegmache. Moment, ich sage auf jeden Fall schon mal, sie sollen aufhören, hier das zu machen. Ne, für mich ist es wichtig, dass der jetzt hier noch rankommt. Das sieht dann halt ein bisschen blöd aus, aber wir müssen damit leben. So. Also ich lasse es auf jeden Fall jetzt hier noch abladen. Ich werde jetzt hier nicht hergehen und es kaputt gehen lassen. Ne? Wir machen jetzt hier Kaffeesträucher hin. Das ist der neue Way to go hier. Schade, dass ich es noch nicht vorplanen kann. Das würde ich persönlich sehr, sehr hart feiern, wenn man das könnte. So nach dem Motto, da steht zwar gerade eben schon eine andere Pflanze, aber sie wird mit der Zeit halt dann ersetzt, sobald sie abgeerntet oder verschwunden ist. Aber das Spiel hat da was dagegen. Wie lange brauchen denn diese Kohlrabis jetzt hier noch? Ja, teilweise sind sie schnell fertig, teilweise werden sie noch eine ganze Ecke brauchen. Aber das Gute ist, dass die nicht allzu lange brauchen und wir deswegen damit jetzt hier leben können. So, wir kommen einfach später hier nochmal zurück. Wie sieht es jetzt hier aus mit dem Wasserstand? Spiel speichert wieder. Wir sind wieder hoch auf 85. Ne? Ich lasse das gerade eben nochmal ein bisschen laufen. Wir sind hier auf jeden Fall nochmal ein bisschen mehr gesunken. Wir haben noch 5,9 Tage Dürre. Es könnte gut sein, dass das Wasser auf jeden Fall wieder bis dahin gerade so flöten gegangen ist. Ja, die Kaffeesituation. Auch das Eisen ist schon wieder, das Roheisen ist wieder ein Problem. Ich weiß nicht warum. Aber das Roheisen ist weniger. So, wie sieht's hier aus? Ja, sie haben bis jetzt hier nur angepflanzt, aber hier hat sich einfach immer noch nichts getan. Wir sind jetzt bei 814 Robo-Bibern. Es ist immer noch absolut insane. Hm. Hier sind auf jeden Fall immer noch genügend von denen jetzt hier drin, wie ich gerade feststelle. Also wir haben nicht zu wenig Robo-Biber per se. Ne, das sind einfach nur jetzt hier diese Bauarbeiter-Leerstände, die wir jetzt hier einfach gerade eben noch haben. So, genau. Stiller Wolf ist hier immer noch hier fröhlich am Aussicht genießen. Das Dämliche ist, na, ich kann dieses Gebäude hier nicht mal hinbauen. Es ist so groß. Es ist einfach zu groß. Ich hasse alles daran. Aber deswegen werden wir als nächstes ja den hier setzen. Geht das dann irgendwie so? Ja, das geht dann auf jeden Fall so. Ja, wobei, dann würde ich auch tatsächlich das dann doch noch so hinsetzen. Ich plane den jetzt hier schon mal dahin. Ich kann auf jeden Fall schon mal anfangen, jetzt hier das Wasser, den Weg da runter zu führen. Also wir müssen dann als allererstes, also das werden sie garantiert noch nicht beliefern können, oder? Es würde mich wundern, wenn sie das jetzt schon beliefern könnten. Das wäre ja super schräg. Bevor der Boden da ist. Nee, das können sie nicht, ne? Das können sie nicht. Aber wir haben jetzt hier demnächst wieder den Stahl.
was mich positiv stimmt. Und dann können wir damit jetzt hier auch weiter verfahren. Wie sieht's hier aus? Okay, die Maßnahme greift. Wupp. Wupp. Mehr Kaffeepflanzen. Das Dämliche ist halt, na, wir hatten lange Zeit so viele Kaffeebohnen, dass es für uns, also dass es für mich überhaupt gar keine Rolle gespielt hat und wahrscheinlich auch für euch nicht, dass wir da jetzt theoretisch mehr brauchen könnten. Es war einfach nie wichtig. Und jetzt auf einmal ist es das. Ah, hier geht nochmal einer mehr. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, so Stück für Stück machen wir das jetzt hier. Ich bin auch immer überlegen, ob ich hier nochmal eine Blockade setze. Hier ist eine für das System da. Der hier hat halt noch keine eigene, ne? Also ich könnte hier nochmal eine setzen, aber ich will den Weg nicht wegblockieren. Nee, es macht gerade eben keinen Sinn. Es macht keinen Sinn. Wir machen das jetzt gerade eben erstmal nicht. So, hier wurden gerade eben wieder nochmal zwei weggemacht. Einmal und zweimal. Hoffen wir mal, dass es mit den Kaffeepflanzen jetzt hier wunderbar funktioniert. 460 Stahl. Ich brauche über 500, damit ich das jetzt hier hochziehen kann. Und deswegen können wir das auch erst in der nächsten Folge angehen. Danke für eure Aufmerksamkeit, meine lieben Freunde. Macht's gut, schöne Zeit. Tschüss und Ade.